Gute Aufzucht und artgerechte Haltung sind unbezahlbar. Pferde müssen sich bewegen, nicht nur dann, wenn wir sie reiten. Sie brauchen Sonne, frische Luft und soziale Kontakte zu Artgenossen. Wie soll ein Pferd Leistung bringen, wenn es den ganzen Tag in der Box verbringt? Geben Sie Ihrem Pferd also die Möglichkeit, seinen natürlichen Bewegungsdrang zu befriedigen. Es legt keinen Wert auf Reiterstübchen und Halle, wohl aber auf Weide und Auslauf. Ihr Pferd wird es Ihnen mit Ausgeglichenheit und Gesundheit danken. Ihr Pferd kann, auch wenn es noch jung ist, schon sehr viel lernen, was ihm später auf Distanzritten hilft. Füttern und tränken Sie es aus den verschiedensten Gefäßen. Und putzen Sie es, während es frisst. Übernachten Sie bei Freunden. Ihr Pferd muss lernen, überall zu ruhen und zu fressen, auch ohne seine Stallgefährten. Zeigen Sie ihm alles, was ihm Angst einflößen könnte. Flatternde Plastikplanen, LKWs, Traktoren, Regenschirme und so weiter und so weiter. Üben Sie das Verladen und das Hängerfahren. Der Morgen vor dem ersten Distanzritt ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt dazu. Ihr Pferd sollte sich überall anfassen lassen und bei der Untersuchung durch den Tierarzt stillstehen. Es sollte gut zu führen sein und an der Hand ohne Hilfsmittel am lockeren Führstrick traben. Bodenarbeit an der Hand, Longe oder wenn möglich freilaufend, stärkt das Vertrauensverhältnis zwischen Pferd und Reiter und lehrt es, aufmerksam zuzuhören. Alles Unbekannte ist Stress für ein Pferd und jede Aufregung kostet Energie, die wir nicht für unwichtige Dinge vergeuden wollen. Was ein Distanzreiter unbedingt mitbringen muss, ist Geduld und immer wieder Geduld. Wollen wir die Leistungsbereitschaft des Pferdes auf viele Jahre hinweg erhalten, so ist ein solides Ausdauertraining unumgänglich. Es geht nicht nur darum, dass das Pferd eine lange Strecke schnell laufen kann, es soll dabei gesund bleiben und das nicht nur über eine Saison. Dazu einige wichtige Fakten. Verschiedene Gewebe brauchen unterschiedliche Zeit, um sich an Mehr- und Höchstbelastungen zu gewöhnen. Der Kreislauf eines Pferdes kann in 3 bis 6 Monaten trainiert werden. Muskeln brauchen jedoch 6 bis 10 Monate. Sehnen, Bänder und Hufe benötigen mindestens 1 Jahr, Knochen sogar 2 Jahre, um hohen Belastungen gewachsen zu sein. Das bedeutet nicht, dass Sie 2 Jahre lang trainieren müssen für Ihren ersten Distanzritt. Aber vergessen Sie diese Fakten nicht, wenn Sie Ihr Pferd gesund erhalten wollen. Ihr Ziel sind lange Ritte, ab 80 Kilometer, für die ein Pferd mindestens 7 Jahre alt sein muss. Ein 6-jähriges Pferd darf an kurzen und mittleren Ritten, also 40 bis 79 Kilometer, teilnehmen. Bei Einführungsritten bis 39 Kilometer muss das Pferd mindestens 5 Jahre alt sein. Das Distanzpferd ist im Idealfall nicht über 160 cm groß, ist drahtig und trocken. Ein nicht zu schwerer Kopf sitzt auf guter Halsung, es hat eine schräge Schulter, keinen zu langen Rücken und korrekte Stellung der Gliedmaßen. Das Exterieur ist ohne Frage wichtig für die Gangqualität. Eine unkorrekte Stellung der Extremitäten kann bei großer Beanspruchung Lahmheiten zur Folge haben. Das Pferd muss absolut gesund sein. Beinen, Hufen, Herz und Lunge sind größte Aufmerksamkeit zu widmen. Das Pferd sollte außerdem über einen natürlichen Vorwärtsdrang, Ausgeglichenheit und Nervenstärke verfügen. Pferde, die unseren Vorstellungen entsprechen, findet man bei den verschiedensten Rassen. Interessant sind kleine, leichte Warmblüter, Robustpferde, die von ihrer Ausdauer her bekannt sind und natürlich Pferde arabischer Herkunft. Ein perfekt passender Sattel ist das A und O beim Distanzreiten. Armeesättel, leichte Westernsättel und spezielle Distanzsättel sind für längeren Einsatz auf dem Pferderücken gedacht und haben gegenüber Vielseitigkeitssätteln den Vorteil, dass sie eine größere Auflagefläche besitzen. Dadurch verringert sich der Druck pro Quadratzentimeter. Benutzen Sie eine dicke Sattelunterlage. Ideal ist ein festes Westernpad. Satteldrücke sind immer Schuld des Reiters. Falls Ihr Pferd Vorderzeug oder Schweifriemen braucht, verzichten Sie nicht darauf. Ein zu viel an Leder gibt es nur bei der Zäumung. Lassen Sie Ihr hannoveranisches Sperrhalfter ruhig zu Hause. Es ist sowieso ein Relikt aus dem Ersten Weltkrieg.
Leider hat sich das noch nicht überall herumgesprochen und wird von vielen Reitern gedankenlos zugezurrt. Atembeengende Zäumung ist auf Distanzritten verboten. Versuchen Sie es einmal ohne. Es geht wirklich. Brauchen Sie tatsächlich ein Sperrhalfter? Nehmen Sie ein englisches oder amerikanisches. Beide liegen höher auf dem Nasenrücken und beeinträchtigen die Atmung nicht. Ansonsten steht Ihnen die Zäumung frei. Das Mitführen eines leichten Halfters ist hilfreich in Pausen. Sehr praktisch sind auch Reithalfter, bei denen Sie, wie Sie hier sehen, das Gebiss ausschnallen können. Dieses Kombihalfter besteht aus einer leichten, modernen Mikrofaser, die sich einfacher pflegen lässt als Leder. Solche Halfter sind relativ teuer und man kann getrost ein preiswertes Modell aus Nylon nehmen. Solche Kermak-Bügel gibt es aus Eisen und aus Kunststoff. Die Steigbügel sollten eine breite Auflagefläche haben. Auch Westernbügel mit großer Auflage sind sehr beliebt. Das sind also Bleiplatten in Diese in Leder gefassten Bleiplatten können zur Auflastung, das heißt zur Erreichung des bei einigen Ritten vorgeschriebenen Mindestgewichts von Reiter plus Sattel, an die Steigbügel geschraubt werden. Wenn man also ohnehin zusätzlichen Ballast mitnehmen muss, kann man so den Schwerpunkt des Reiters tiefer legen. Man bringt die dann da an. Auf die Art hängt der Steigbügel schöner. So. Und insgesamt wird der schwerer. Den Pferdeanhänger und das Auto machen Sie schon am Nachmittag des Vortages bereit und packen Sie bis auf das Pferd schon alles ein. Brauchen werden Sie 3 Eimer, einen fürs Saufen, einen fürs Fressen und einen fürs Waschen, 2 Schwämme, Putzzeug, Hufkratzer, Heu, am besten in einem Heunetz, Kraftfutter, eventuell ein vorbereitetes und aufgeweichtes Mesh, Pferdedecken und eventuell eine Regendecke. Bei kühlem Wetter sollten Sie eine kleine Decke am Sattel mitführen, falls Sie in einer Kontrolle warten müssen, um die Nierenpartie und die Kruppe warm zu halten. Denken Sie auch an Wollbandagen und Ersatzsattelunterlage, an Gurtschoner, eventuell an eine Kartentasche. Eine Ersatzkleidung für den Reiter sollte bei unseren Wetterverhältnissen auch nicht fehlen. Was Sie als erstes üben sollten, ist das Messen der Puls- und Atemwerte Ihres Pferdes. Sie sind die Parameter für die Fitness. Kaufen Sie sich im medizinischen Fachhandel oder in der Apotheke ein Stethoskop. Hinter dem linken Ellenbogen angelegt können Sie einen deutlichen Doppelschlag hören. Beim Zählen beginnen Sie mit 0, zählen Sie 15 Sekunden lang und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 4. Jeder Zweierschlag ist ein Herzschlag. In Ruhe beträgt der Puls des Pferdes ca. 30 bis 36 Herzschläge pro Minute. Die Atmung ca. 8 bis 16 Atemzüge pro Minute. Die Atmung messen Sie an den Nüstern oder an den Flanken. Interessieren Sie sich auch für die Körpertemperatur Ihres Pferdes. Die Normaltemperatur eines Pferdes liegt zwischen 37,5 und 38,2 Grad Celsius. Ist sie am Tag vor dem Distanzritt deutlich erhöht, bleiben Sie besser daheim. Eine beginnende Infektion könnte der Grund dafür sein. Bei forcierter Arbeit kann die Temperatur ansteigen. Gewöhnen Sie sich an, Ihr Pferd genau zu beobachten. Veränderungen müssen Ihnen sofort auffallen. Reiten Sie Ihr Pferd viel im Gelände und schulen Sie zuerst seinen Schritt. Ein raumgreifender, flotter Schritt wirkt sich positiv auf Kreislauf, Atmung und Muskulatur aus und schont die Beine. Übertreiben Sie nichts. 5 bis 10 Minuten forcierter Schritt, besonders bergauf, ist anstrengend, wie Ihnen Puls- und Atemwerte zeigen werden. Gehen Sie dann 5 bis 10 Minuten ruhig weiter und messen Sie den Puls und Atem erneut. Diese zweiten Puls- und Atemwerte sind die sogenannten Erholwerte. Je tiefer Sie unter den ersten Werten liegen, desto fitter ist Ihr Pferd. Das gilt übrigens genauso für das spätere Trabtraining. Suchen Sie sich eine abwechslungsreiche Trainingsstrecke und messen Sie immer an den gleichen Stellen. So haben Sie eine gute Kontrolle über Ihre Trainingsfortschritte. Wanderritte, wenn auch nur über 2 oder 3 Tage, sind entspannend und machen Reiter und Pferd Spaß. Außerdem sind sie eine gute Übung, um nach topografischer Karte zu reiten. Kenntnisse im Kartenlesen
helfen Ihnen auf Distanzritten die Strecke wiederzufinden, falls einmal die Markierung durch starken Regen oder witzige Leute entfernt wurde. Leichte Dressurarbeit und Springgymnastik fördert die Rittigkeit und die Koordination Ihres Pferdes. Auch Longieren stellt eine Abwechslung dar. Aber bitte auf großem Zirkel. Einmal wöchentlich dürfen Sie auch einen Ruhetag einlegen, den Ihr Pferd auf der Weide verbringen sollte. Wenn Sie mit dem Trabtraining beginnen, denken Sie daran, dass nur vorsichtiger und vernünftiger Aufbau auf Dauer Erfolg bringen. Steigern Sie die Arbeit immer erst dann, wenn die bisherige dem Pferd leicht fällt. Laufen Sie einmal neben Ihrem Pferd her, besonders bergauf. Erst dann wissen Sie, was Sie von ihm verlangen. Beginnen Sie mit einem ruhigen, gleichmäßigen Trab über 3 bis 5 Minuten und reiten Sie danach 10 Minuten im Schritt. Wiederholen Sie dies dreimal. Das Trabtempo sollte ca. Tempo 5 betragen. Das bedeutet 1 Kilometer in 5 Minuten. Sind die Pulsatemwerte in Ordnung, dann dürfen Sie nach und nach die Trabphasen verlängern und die Schrittphasen verkürzen. Bei einem gezielten Aufbautraining ist eine selbstgefertigte Tabelle von großem Nutzen. Ab der 5. Trainingswoche machen Sie einmal wöchentlich einen lockeren Ausritt über 3 bis 4 Stunden, damit sich das Pferd auch an längere Zeit unter dem Sattel gewöhnen kann. Abwechslung darf während des ganzen Trainings auf keinen Fall vergessen werden, um dem Pferd die Gehfreudigkeit zu erhalten. Eine Woche vor einem Distanzritt wird dann das Pferd nur noch leicht gearbeitet. Nach der Arbeit wird das Pferd immer erfrischt, die Beine werden abgespritzt und die Sattellage wird abgewaschen. Bei warmem Wetter darf es dann gleich auf die Weide, ansonsten ist es trocken zu führen. Bewegung nach der Arbeit ist sehr wichtig für den Kreislauf des Tieres. Das Pferd soll abkühlen und nicht auskühlen. Vielleicht werden Sie sich wundern, warum nicht vom Galoppieren die Rede ist. Der Galopp ist für Ihr Pferd wesentlich energieaufwendiger als der Trab und der Schritt. Der Pferdekörper verbraucht bei langen Galoppaden sehr viel Sauerstoff. Das aber soll beim Ausdauertraining nicht sein. Durch aufbauende, stetige Verbesserung der Herz-, Lungen- und Muskelfunktionen wird dem Körper ausreichend Sauerstoff zugeführt. Atmet ein Pferd nach einer Anstrengung lange Zeit tief und schnell, besteht Sauerstoffmangel. Das zeigt wiederum die Wichtigkeit von Puls- und Atemmessungen. Hechelnde Atmung zeigt an, dass das Pferd versucht, vermehrt Wärme über die Atmung abzugeben. Viele Distanzreiter bevorzugen den Schwebesitz. In den Steigbügeln stehend, den Po leicht über dem Sattel schwebend, reißt es sich für Pferd und Reiter über lange Strecken sehr bequem. Der Oberkörper ist in leichter Vorlage, die Hüften sind zurückgenommen und die Trabbewegungen werden mit den Hüft-, Knie- und Fesselgelenken abgefangen. Oberschenkel- und Rückenmuskulatur des Reiters werden gestärkt. Der vielgerühmte Knieschluss ist eher hinderlich. Ein Junimorgen im Wegscheider Land. Der Wetterbericht lässt einen heißen Tag erwarten. Auf dem Joselhof bei Thalberg ist seit den frühen Morgenstunden rege Betriebsamkeit. Hier veranstaltet die Familie Bartz seit Jahren einen Distanzritt. Über 40 Teilnehmer haben sich für die kurze Strecke von 36 Kilometer und die mittlere Strecke von 72 Kilometer angemeldet. Die Pferde, die um 7 Uhr morgens für die 72 Kilometer starten, wurden tags zuvor von den Tierärzten untersucht. Seien Sie zeitig am Ort des Geschehens, sonst gibt es bei der Voruntersuchung schon Hektik. Holen Sie Ihre Startnummer, Checkkarte und Streckenkarte an der Meldestelle ab und gehen Sie mit Ihrem Pferd, gut geputzt natürlich, zum Tierarzt.
Der hat ja die begnadeten Wirbel. Während des Wettkampfes dürfen Sie Ihr Pferd auf keinen Fall mit Medikamenten behandeln. Das übrigens schließt auch die Wundversorgung mit ein. Geld sparen können Sie auch bei den Impfungen. Nur eine zeitlich korrekte Grundimmunisierung und Wiederholungsimpfung sichert den Impfschutz. Wenn nötig, müssen Sie eben nochmal von vorne beginnen. Tetanus, Tollwut und Pferdeinfluenza-Impfungen sind ein dringendes Muss. Nach der Kontrolle der Mund- und Augenschleimhäute wird der Rücken entlang der Wirbelsäule nach Druckstellen abgetastet. Der Puls wird gemessen, das Herz auf auffällige Geräusche abgehorcht. Wären keine Darmgeräusche zu hören, bestünde Verdacht auf eine Kolik. Die Beine werden auf Abnormalitäten wie Überbeine, Narben, Wunden, Entzündungen und Hufkrankheiten abgetastet. Dabei wird ein Pferd, das ohne Eisen geht, vom Tierarzt besondere Aufmerksamkeit erfahren. Kennt das mit Barfußlaufen? Der läuft immer schon barfuß. Ja? Der war noch nie in seinem Leben geschlungen. Okay. Er lautscht vorne ein wenig schief, aber ja, aber wir werden das trotzdem also eintragen auf der Scheckkarte, damit also das Pferd auch entsprechend beobachtet wird. Mhm. Kommst du hier aus der Gegend oder bist Liebling? Du? Das sind ganz ähnliche Böden. Dornig, aber. Naja, also wie gesagt, wir werden das nicht unbedingt voller Misstrauen, aber beobachten. Es kann es besteht eben die Möglichkeit, dass sie dann doch nachher irgendwann mal druckempfindlich werden, weil eben der Schutz fehlt. Ne? Der Hufeisen hat sich ja. Ich habe beim Arbeiten schon. Alle Pferde, die diesen Distanzritt barfuß absolvierten, hatten dank der umsichtigen Reitweise ihrer Reiter keine Probleme. Beim Vortraben wird das Pferd auf Lahmheit untersucht. Bei Distanzritten sind Araber verschiedenster Herkunft in der Überzahl. Um 72 Kilometer zu bewältigen, müssen die Pferde nicht nur von Natur aus zäh und leistungsstark sein, sie müssen bereits kürzere Distanzen gegangen und gut trainiert sein. Bei der Vorbesprechung erfahren Sie vom Veranstalter Besonderheiten der Markierung und Streckenführung. Ich bin euer Pferd einverstanden gewesen. Also ihr müsst selbst wissen, wann hat euer Pferd 60. Und dann könnt ihr in Time rufen oder in Time sagen, bei mir, beim Hütterl, ich bin da selber oben. Und dann kriegt ihr die In-Time in dieses Zettel eingetragen und dann könnt ihr zum Tierarzt, der dann kontrolliert, ob euer 60-Puls, den ihr gemessen habt, auch richtig ist. Sollte jetzt aus irgendwelchen Gründen der Puls doch höher sein als 60, wird die In-Time, die erste, wieder durchgestrichen. Da müsst ihr wieder zu mir oder der Tierarzt streicht sie durch. Ihr müsst mit eurem Zettel dann erneut wieder In-Time sagen. Und sagen, okay, jetzt ist mein Pferd wirklich bereit, fortgestellt zu werden. Obwohl sich die Reglements gleichen, ist es für die meisten Teilnehmer gut, sie sich wieder ins Gedächtnis zu holen. Und für die, die das erste Mal bei einem mittleren Ritt mit dabei sind, ist die Einweisung sehr hilfreich. Die gesamte Strecke wird detailliert besprochen. Sie führt über eine Länge von 36 Kilometer und muss von diesen Reitern zweimal in Folge bewältigt werden. Da ist ein Fahrradl-Übungsplatz und auf diesem Fahrradl-Übungsplatz, da ist der Check. Für euch ist das 5 Uhr morgens. Es war eine kurze, schwüle Nacht. Laut Wetterbericht wird es ein sehr heißer Tag für Pferd und Reiter. Die meisten der Reiter haben im Pferdehänger oder im Zelt geschlafen. Die Pferde wurden versorgt,
ein Frühstück zu sich genommen. Um 7 Uhr werden die Teilnehmer für die mittlere Strecke starten. Eine Stunde vor dem Start sollte die Fütterung abgeschlossen sein. In der Natur ist das Pferd ein Dauerfresser. Dreimal tägliche Fütterung ist für den relativ kleinen Pferdemagen das Minimum. Je kleiner und je öfter sie die Nahrungsrationen geben, desto besser für das Pferd. Die Futtermenge hängt natürlich vom Pferd und der erbrachten Leistung ab und sollte 3 Kilogramm pro Mahlzeit nicht überschreiten. Reiten Sie Ihr Pferd nie mit vollem Magen. Nehmen Sie es mindestens 2 Stunden vor dem Training von der Weide. Elektrolyte können Sie dem Pferd per Maulspritze verabreichen, um die Verluste besonders auf langen Ritten bei hohen Temperaturen zu ersetzen. Die Gelehrten streiten sich zwar über die Wirksamkeit, aber schaden kann es nicht. Vorbeugende Gabe von Elektrolyten ist reine Geldverschwendung, da der Körper sich nur nimmt, was er braucht. Alles andere wird wieder ausgeschieden. Ganz wichtig, frisches Wasser darf nie fehlen. Achten Sie auch auf den Ritten darauf, dass Ihr Pferd ausreichend säuft. Ernsthafte Kreislaufprobleme könnten die Folge sein, wenn es beginnt auszutrocknen. Etwa eine halbe Stunde vor Ihrer Startzeit satteln und zäumen Sie dann Ihr Pferd und bewegen es im Schritt. Mehrmaliges ruhiges Traben für 10 bis 15 Sekunden wärmt die Muskulatur auf. Zehn Minuten zum Start für 72 Kilometer. Ich mache wieder keiner am ersten Woche, wie immer. Habt ihr noch Zeit? Ja. Ja, aber da vorne staut sich jetzt. Achso. 3 Minuten. 2 Minuten. 1 Minute. Der Countdown läuft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist der Start für Sie freigegeben, gehen Sie in ruhigem Trabtempo auf die Strecke. Reiten Sie gleichmäßig und das Tempo, das Sie trainiert haben. Lassen Sie sich nicht durch andere, schneller Reitende beeinflussen, sonst gibt es eventuell eine böse Überraschung im Veterinärcheck. Die Strecke wurde vom Veranstalter sorgfältig markiert. An den Stellen der Strecke, die mit dem Auto erreichbar sind, stehen Helfer, die die Reiter mit Wasser versorgen. Bei diesem Distanzritt wurde das Mitführen einer Gerte für das letzte Viertel der Strecke verboten. Aber auch sonst sieht das Reglement bei Missbrauch von Gerte und Sporen und Antreiben durch Dritte den Ausschluss aus dem Wettkampf vor. Entlastung des Pferdes, besonders der Vorderhand und des Rückens, ist beim Distanzreiten nicht nur wichtig, sondern schützt das Pferd vor vorzeitiger und unnötiger Ermüdung. Reiten Sie leicht und zügelunabhängig. Wenn Sie leicht traben, denken Sie an regelmäßigen Handwechsel. Tiefes, schweres Einsitzen ist nicht nur unnötig, sondern auch energieaufwendig für Pferd und Reiter. Das vorne die Startlinie und auch die offizielle Uhr, dann geht es hier in den Wald rein. Das Ziel ist am Reitplatz oben, wo auch die Voruntersuchung war. Okay? Ich habe markiert immer rechts mit Kalb. Der Start für die Teilnehmer an der kurzen Strecke erfolgt in kleinen Gruppen im Abstand von ein paar Minuten. Dadurch soll verhindert werden, dass sich unerfahrene Reiter zu sehr von den anderen Teilnehmern aufschaukeln lassen. Immer rechts,
Wenn einer Rechtsabbieger ist, 2 Punkte, ein Bestätigungspunkt danach, nach der Kurve. Wenn es Linksabbieger sind, 3 Punkte, ein Bestätigungspunkt danach. Für die Streckenführung ist der Veranstalter verantwortlich. Die Strecke muss eindeutig markiert und abgesichert sein, was bei Entfernungen bis zu 160 Kilometern, das ist die längste an einem Tag zu reitende Strecke, eine große Menge von Helfern verlangt. Der Verlauf der Strecke ist auch für den Tross sehr wichtig, der Pferd und Reiter unterwegs versorgt. Die Streckenposten sorgen dafür, dass keiner der Reiter abkürzt, unerlaubte Hilfen einsetzt und dass die Strecke gesichert ist, bis der letzte Teilnehmer den Posten passiert hat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, viel Spaß. Danke. Übrigens, Sie sollten eigentlich auch so fit sein wie Ihr Pferd. Ein müder Reiter macht es dem Pferd, das ja die Leistung erbringen muss, um vieles schwerer und ermüdet es eher. Die Kleidung für Distanzreiter sollte in erster Linie bequem sein. Natürlich sollte der Reiter nicht weniger sauber und korrekt aussehen als sein Pferd und dessen Ausrüstung, was aber auch ohne Schwarz-Weiß-Aufmachung möglich ist. 9 Uhr 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Kopfbedeckung steht Ihnen frei, aber ein Reithelm ist zu empfehlen und das nicht nur wegen der Sturzgefahr, sondern auch als Schutz vor tiefhängenden Ästen. Für Jugendliche ist das Tragen eines Helmes Pflicht. Ansonsten sind besonders bei Regenwetter Kopftuch oder Hut zu empfehlen. 48 7 6 5 4 3 2 1 ab. Reitstiefel sind, besonders wenn man führt oder neben dem Pferd herläuft, unbequem und bei feuchtem Boden rutschig. Besser sind Jogging- oder leichte Wanderschuhe. Gute Regenbekleidung ist in unseren Breitengraden Gold wert. Feuchte Reithosen kleben an der Haut und können zu Scheuerstellen führen. Im Gegensatz zum Dressursitz, wo Schulter, Hüfte und Absatz eine Gerade bilden, geht beim Balance- oder leichten Sitz der Oberkörper leicht vor die Senkrechte. Die Bügel werden ein oder zwei Loch kürzer geschnallt. Der Druck der Gesäßknochen vermindert sich. Die Unterschenkel bleiben am Gurt. Aus der Hüfte und dem Fersengelenk wird jeder Tritt des Pferdes weich federnd abgefangen. Reiten, dann achten Sie darauf, dass Sie den besten Streifen des Weges für Ihr Pferd haben. Hintereinander reiten gibt Ihnen die Möglichkeit, bei Bedarf die Spur zu wechseln, ohne andere zu behindern. Nur ausreichender Abstand gewährt Ihnen freie Sicht auf die Strecke. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Hintermann genügend Abstand hält. Check werden dieselben Untersuchungen wie bei der Voruntersuchung durchgeführt. Bei angekündigten Kontrollen dürfen Sie weiterreiten, wenn der Pulswert 64 Schläge pro Minute oder weniger beträgt und das Pferd auch sonst einen guten Gesamteindruck zeigt. Weist das Pferd nicht mindestens 20 Minuten nach Ankunft den Pulswert 64 oder darunter auf, erfolgt Ausschluss. Wie viele Schläge pro Minute bei jedem Check höchstens erreicht werden dürfen, bestimmen die Tierärzte vor dem Start. Die jeweiligen Pulswerte sind nämlich vom Wetter bzw. von der Tagestemperatur abhängig.
Bei unangekündigten Kontrollen, in der Distanzreitersprache Radarfallen genannt, gilt der Wert 72 Schläge innerhalb von 10 Minuten. Danach ebenfalls 64 nach spätestens 20 Minuten nach dem Eintreffen. Die verschiedenen Strecken unterscheiden sich nicht nur in der Beschaffenheit der Wege und der Vegetation, wichtig sind auch die im Verhältnis zur Länge zu reitenden Höhenmeter, die zwischen Start und Ziel zu absolvieren sind. Na gut, lass uns einmal messen. Ja, ich darf schon wieder raus. Ja, so, warte mal. Lass uns messen, bitte. Warum lass das nicht ein bisschen fressen vielleicht? Das ist, glaube ich, Nach jedem Training oder Teilstrecke sollten die Pferdebeine mit Wasser abgespritzt oder abgewaschen werden. Je nach Witterung auch Bauch und Hals, aber nicht der Rücken und die Lendenpartie, um Kreuzverschlag zu vermeiden. Reiten Sie ruhig, auch wenn sich Ihre Mitreiter auf und davon machen. Jetzt zeigt sich, ob Sie ordentlich trainiert und gut auf Ihr Pferd geachtet haben. Geschafft.
Pferd und Reiter haben heiße 72 Kilometer mit zwei kleinen und einem großen Stopp hinter sich. Jetzt werden die Zieleinlaufzeiten notiert und die Pferde und Reiter versorgt. Im Ziel wird Ihr Pferd sofort nach Ankunft und nach 20 Minuten gemessen. Seien Sie pünktlich zur 20-Minuten-Messung. Überzogene Zeit bedeutet Ausschluss. 2 Stunden nach Zieleinlauf müssen Sie zur Nachuntersuchung. Diese Untersuchung wird auch die Transportuntersuchung genannt. Sie haben jetzt also Zeit, Ihr Pferd zu versorgen. Hier gilt das Gleiche wie beim Training. Vergessen Sie nicht, dass Ihr Pferd Arbeit geleistet hat. Erfrischen Sie es und sorgen Sie sich um sein Wohlbefinden. Distanzritte und Trainingsritte in schnellerer Gangart und über längere Strecken erfordern spezielle Pflege des Pferdes. Die meisten Distanzreiter satteln ihre Pferde nicht sofort nach dem Ritt ab, sondern lösen erst nach und nach den Sattelgurt. Plötzliche Druckentlastung kann zu Hautproblemen führen. Tun Sie vor der 20-Minuten-Messung nichts, was Ihr Pferd erregen könnte. Wenn es heiß ist, kühlen Sie Hals und Beine und lassen Sie es schluckweise saufen. Bei kühlem Wetter bedarf es einer Decke für Kruppe und Nierengegend. Führen Sie Ihr Pferd umher und befreien Sie es von seiner Trense. Nach der Messung können Sie sich nun ganz Ihrem Pferd widmen. Wenn es wirklich sehr warm ist, dann dürfen Sie Ihr Pferd auch waschen, möglichst mit abgestandenem, angewärmtem Wasser. Also wir machen jetzt gerade hier die 20-Minuten-Untersuchung nach Zieleinlauf. Da muss also innerhalb von 20 Minuten nach der Zielankunft muss das Pferd wieder den 60er Puls erreicht haben. Das überprüfe ich jetzt. Okay, 44. Damit hat er das Ziel gut erreicht. Und das Pferd hat jetzt, beziehungsweise der Reiter hat auch, haben jetzt 2 Stunden Zeit, um 2 Stunden ab der Zieleinkunft, um das Pferd dann wieder vorzustellen zu der Nachuntersuchung. Okay, war gut. Okay. Gurtlage A. Machen Sie immer zur Kontrolle den Hautfaltentest. Das bedeutet, Sie zupfen die Haut am Hals Ihres Pferdes und wenn eine Hautfalte länger als 3 Sekunden lang stehen bleibt, ist Ihr Pferd dehydriert, also entwässert. Nach 2 Stunden stellen Sie dann Ihr sauberes, gut gepflegtes Pferd zur Nachuntersuchung vor. Bandagen und Decken sind dazu zu entfernen. Ist der Tierarzt mit Ihrem Pferd zufrieden, haben Sie es geschafft. Ihre Trainingsarbeit hat sich gelohnt. Falls Ihr Pferd bei der Nachuntersuchung oder schon vorher ausgeschieden ist, sollten Sie sich überlegen, woran es gelegen haben könnte. Meistens liegt es an Ihnen. Entweder haben Sie schon beim Training etwas übersehen oder beim Ritt selbst einen Fehler gemacht. Gehen Sie der Sache auf den Grund. Aber wenn Sie alles vernünftig und wohlüberlegt und ohne krankhaften Ehrgeiz angegangen sind, müsste jetzt alles stimmen. Vor allem sollten Sie in dieser ersten Saison nicht zu schnell reiten, auch wenn es Ihr Pferd anbietet. Um ein schnelles Tempo unbeschadet zu überstehen, braucht Ihr Pferd mehr als 1 Jahr Training. Das Waschen wird Ihrem Pferd gut tun. All der klebrige Schweiß wird entfernt und es erfrischt unseren Sportler so, wie uns ein Bad erfrischt. Besonders nach einer Anstrengung friert ein Pferd schnell. Dann müssen Sie eine Decke drauflegen. Sehr wichtig ist,
dass das Pferd sich wohlfühlt. Wenn es zu kühl zum Waschen ist, müssen Sie den Schmutz, wenn er getrocknet ist, aus dem Fell bürsten. Zum Waschen gilt allgemein, ob im Ziel, in der Pause oder unterwegs. Die Beine und den Hals kann man fast immer kühlen, wenn das Pferd danach weiterläuft. Auf das Waschen großer Muskelpartien sollten Sie aber verzichten, da die Abkühlung hier Muskelsteife zur Folge haben kann. Ob es warm ist oder kalt, führen Sie Ihr Pferd. Zwischendurch darf es saufen, Gras oder Heu fressen und Sie können die Beine warm einbandagieren. Die warmen Bandagen plus Unterlagen helfen der Durchblutung. Kraftfutter bekommt das Pferd erst 2 Stunden nach dem Ritt. Aber über Äpfel und Möhren wird es sich jetzt sehr freuen. Auch Sie dürfen jetzt essen, trinken und eventuell die Kleidung wechseln. Aber behalten Sie immer Ihr Pferd im Auge. Es ist ganz einfach. Denken Sie bei der Pflege logisch. Tun Sie nichts mit dem Pferd, was Ihnen unter den gleichen Bedingungen Unbehagen bereiten würde. Und dann kommt, wie bei allen Wettbewerben, der spannendste Moment. Der dritte, zweite und erste Preis werden vergeben. Aber da stehen doch mehr als 3 Pokale. So, also total pünktlich in der Zeit, gell, bis in der Ausschreibung steht, können wir die Siegerehrung für unseren 4. Bayerwald Distanzritt anfangen. Als allererstes möchte ich euch ein ganz, ganz großes Kompliment machen, und zwar euch Reitern, dass ihr so diszipliniert und so sportlich fair geritten seid. Die Tierärzte waren mit euch zufrieden und sind wirklich begeistert gewesen. Wo sind die überhaupt? Sind die schon da? Eier. Essen schon da. Also, als nächstes möchte ich meinem Team danken, ohne die das überhaupt nicht möglich wäre, weil wir sind ja kein Verein, wir sind ja eigentlich nur eine Familie, die das veranstaltet. Okay. Und zwar wäre diese Organisation ohne meine Helfer überhaupt nicht möglich, das ist klar. Wir haben hier 3.900 Höhenmeter gehabt, natürlich alles bergauf und bergab zusammengerechnet. Nennungen waren 23, Starter waren 20 und in der Wertung 17. Also auch ganz toll, viele in der Wertung. Wir haben ja 3 Lahmheiten nur gehabt. Metabolisch war überhaupt keine Beanstandung. Gell, Tierärzte? So, und wir haben in unserer Ausschreibung noch 2 weitere Preise ausgeschrieben. Und zwar, das eine ist der Konditionspreis und den haben die Tierärzte vergeben. Und zwar ganz unabhängig voneinander ist dieser Preis auch auf die Katrin Falke-Schmidt gefallen. Pferd war einfach super gut beieinander und hat immer ganz tolle Werte gehabt. Habe ich das so richtig gesagt? Ja. Gratuliere. Vielen Dank an die Tierärztin. Also gratuliere, weil das ist ein ganz besonders toller Preis. Ja? Ja. Und wir vergeben auch noch immer einen Preis für den besten Vollblut-Araber. Und das war der Samson von der Tanja Fichtel. Oh. Es ist Nachmittag geworden auf dem Joselhof und manche, die noch einen weiten Weg vor sich haben, treten diesen erst am nächsten Morgen an. Zum Ende der Saison reduzieren Sie nach und nach die Arbeit, aber gönnen Sie Ihrem Pferd auch über den Winter viel Auslauf. Auch die Hufe Ihres Pferdes können jetzt eine Winterpause sehr gut gebrauchen. Der Dezember und der Januar sind eine gute Zeit, besonders dann, wenn Schnee liegt, um das Pferd barfuß gehen zu lassen. Im Februar oder März, je nach Wetter, beginnt wieder das Aufbautraining. In diesem Jahr können Sie die Streckenlänge und eventuell das Tempo steigern. Natürlich darf jede Arbeitssteigerung nur erfolgen,
wenn die Puls- und Atemwerte überzeugen und Ihr Pferd einen guten Eindruck macht. Vermeiden Sie jegliche Überforderung. Training heißt to put in und nicht to take out. Wenn Sie nach erfolgreichem Training Ihren ersten längeren Ritt gut überstanden haben, dann wissen Sie, was Distanzreiten wirklich bedeutet. Übrigens, niemand muss an langen Ritten teilnehmen. Sie können auch bei kurzen und mittleren Distanzen bleiben, aber Spaß machen die langen Ritte schon. Kennen Sie schon dieses Diafilm-Video? Es begleitet eine Wanderreitgruppe von München nach Waldmünchen, führt sie in die Grundlagen des Kartenlesens und der Orientierung im Gelände ein und beleuchtet so wichtige Aspekte wie Ausrüstung, Routenplanung und Pferdegesundheit. Dieses Video ist ein Muss für jeden, der sich für die Wanderreiterei interessiert.